Lecker. Finger weg. Du hast was anderes zum Naschen. Juliens Pralinen ziehen die Männer magisch an. Das ist nur die geheime Macht der Rom. Für dich gibt's heute Abend was Deftiges. Was kostet er? Überraschung. Verstehe ich doch. Spannend. Hey, wenn du Lust hast, dann komm doch auch vorbei. Menno, mir ist Rauls Vorfreude nicht entgangen. Wir bleiben doch noch die ganze Nacht. Aber wir hätten endlich mal Zeit, miteinander zu reden. Ich weiß so wenig von dir. Na gut. Aber nur, wenn ich einen Burgunder mitbringen darf. Abgemacht. Hallo, wo bist du? Schatz? Guten Abend. Und zwar? Im Grunde habe ich meine komplette Kindheit in der Küche meiner Großmutter verbracht. Aber musstest du immer mithelfen? Am enorm, ja, sehr genau, ich weite. Wenn sie ihre Madeleines gebacken hat oder ihre Eclairs, es hat immer so wunderbar geduftet. Ach, ich riech schon fast. Warst du früher auch nur bei deiner Großmutter in der Küche? Spanische Männer gehen nur im Notfall in die Küche. Auf jeden Fall wäre ich ohne den Einfluss meiner Großmutter niemals Chocolatier geworden. Ich glaube, der Einfluss von Frauen auf alles wird sowieso total unterschätzt. Ich würde deinen Einfluss auf mich niemals unterschätzen. Gesellschaften ohne starke Frauen könnten sowieso nicht funktionieren. Ja, genau. Ja, also ich schaue mir dann jetzt 22 starke Männer am Ball an. Fußball, Fernab bei Carlos. Bis ihr die Frauenfrage geklärt habt. Bis dann, könnte später werden. Ciao. So, und jetzt erzähl mir mal, wie hat es dich denn in Marino verschlagen? Oh. Das ist eine lange Geschichte. Wir haben den ganzen Abend Zeit. Oh, also wo fange ich an? Morgen. Morgen. Ich dachte, es ist besser, wenn Juliette nicht mehr fährt. Hey, du hast gar kein Auto. Der Burgunder hat es echt in sich. Oh ja. Warum hat sie nicht hier? Naja, also, weißt du, Juliette schnarcht viel weniger laut als du. Nein, im Ernst. Wir waren einfach zu müde, um noch das Bettzeug für die Couch zu richten. Ich geh mal die Form holen. Ich bin gleich bei ihr. Mich wenigstens vorwarnen können, hm? Aber wir dachten, du bleibst bei Carlos. Ich krieg übrigens heute meine erste Lektion im Pralinen machen. Madame scheint ja einiges zu bieten zu haben, hm? Ich mag sie. Aber bevor sie hier einzieht, sagst du mir schon noch Bescheid, hm? Eifersüchtig?
das Bett neu. Jetzt kommt ein ganz geheimnisvolles Gerät. Il existe au milieu du temps la possibilité d'une île. Ma vie, ma très ancienne, mon premier vœu mal refermé, mon premier amour infirmé. Il a fallu que tu reviennes. Il a fallu que je connaisse ce que la vie est de meilleur. Quand deux corps jouent de leur bonheur, ils s'enfin s'unissent et renaissent. Entrée indépendance entière, je sais le tremblement. Fertig. Serganache Marocaine. Das ist für mich die Königin unter dem Pralinenfüller. Oh, riecht das gut. Himmlisch. Mm. Also das ist besser als Sex. Darf ich? Fast besser als Sex.